Hallo Elder Scrolls Online-Fans, heute möchte ich mit euch über einen neuen News-Teil sprechen. Und zwar geht es heute eher um Fakten, denn ZeniMax tut sich ja momentan ein wenig zurückhaltend, was die aktuellen News angeht. Daher gibt es nichts Besonderes Neues zu berichten. Doch wir haben noch einiges zu bequatschen, was die momentanen Fakten angeht. Hier wollen wir heute ein wenig über die Rüstungen sprechen, die dann natürlich in Fähigkeiten übergehen und die Skillbäume. Ich möchte also heute mit euch über Rüstungen quatschen. Rüstungen, das ist ja momentan mittlerweile bekannt. In Elder Scrolls Online wird jede Klasse jede Rüstung anziehen können. Es wird ja also keine Limitierungen geben, so wie der Magier nur Stoff tragen kann oder der Krieger am besten nur schwere Rüstung trägt. Doch aufgepasst, diese Rüstungen sind aufgeteilt in leichte, mittlere und schwere Rüstung. Ihr könnt jetzt also auch mit eurem Magier schwere Rüstung tragen. Allerdings ist es momentan so, oder wurde es momentan so bekannt gegeben, dass leichte Rüstung zum Beispiel eher den Fokus von den Fähigkeiten, die es verleiht, auf Zauber und Magicka gibt. Das heißt, mittlere Rüstung gibt dann eher einen Bonus auf Ausdauer und Ausweichen und schwere Rüstung gibt dann zum Beispiel einen Bonus auf erhaltene Heilung oder die Wiederherstellung von Lebenspunkten. Das heißt natürlich, dass wir mit unserem Magier vielleicht aufpassen müssen und vielleicht nicht mit kompletter schwerer Rüstung rumrennen können, da wir so vielleicht der Bonus auf Zauber und Magicka fehlen könnte. Genauso wird es vielleicht schwer sein, mit einem kriegerartigen Klasse, die ihr euch zusammenbaut, vielleicht als Templer oder Drachenritter, mit leichter Rüstung zu fungieren und dort die Gegner auf euch zu ziehen. Allerdings wird es natürlich sehr interessant dadurch, vielleicht können wir nämlich so vielleicht als Drachenritter eine leichte Rüstung kombinieren mit schwerer Rüstung und unsere Magicka zu erhöhen und so vielleicht eventuell einen Drachenruf oder ähnliches zu verstärken und da mehr Fokus drauf zu legen. Das heißt, die Freiheit ist doch gegeben in Elder Scrolls Online, allerdings ist sie nicht so frei, dass wir nicht auf leichter Rüstung zum Beispiel die gleichen Stats finden werden wie auf der schweren Rüstung. Das heißt, wir müssen uns eventuell schon für einen Weg entscheiden, den wir machen wollen und so dann unsere Rüstung dementsprechend abstimmen. Das heißt natürlich aber nicht, dass wir nicht auch die Rüstung eventuell mixen können und so ein Magier spielen können mit eventuell schweren Rüstungsschuhen, die erhaltene Heilung erhöhen, weil wir einen Heiler dabei haben im PvP zum Beispiel. Könnte auf jeden Fall sehr interessant werden und auch sehr praktisch, da wir auch so natürlich jedes mögliche Rüstungsstück in Instanzen oder sonst was einsammeln können und alles im Grunde genommen verwerten und gebrauchen können. Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass diese Rüstungen leider nicht gefärbt werden können. Das heißt, in anderen Spielen kann man oftmals Rüstungen nachfärben mit so Färbemitteln. Das heißt, wir können dann weißes Färbemittel über eine leichte Rüstung ziehen und dann hatte sie einen weißen Schimmer. Das geht in Elder Scrolls Online bis jetzt nicht. Es wurde dementiert, dass es so etwas nicht geben wird. Das ist einerseits sehr schade, andererseits kann man sich so besser mit seinen Charaktereigenschaften bzw. mit seiner Charakterausrüstung identifizieren und läuft so vielleicht nicht dauernd in Weiß oder in Rot rum. Natürlich könnte es auch passieren, dass man so wie ein bunter Vogel aussieht, aber das werden sie wohl hoffentlich in den Griff bekommen, so dass man nicht wie ein bunter Vogel aussieht, sondern in abstimmender Rüstung trotzdem irgendwie eine gute Figur macht. Aber das wird sich zeigen. Was es auch nicht geben wird an Waffen sind zum Beispiel keine Speere und keine Hellebarden. Das ist an sich sehr schade. Andererseits gibt es natürlich viele, viele weitere Waffen, die wir natürlich verwenden können. Mit den Waffen bekommen wir natürlich auch Fähigkeiten, das ist mittlerweile auch bekannt. Darauf möchte ich jetzt noch ein bisschen eingehen, auf die Fähigkeiten. Die Waffen, die wir nämlich bekommen, verleihen uns Fähigkeiten, aber nicht nur die Waffen. Die Waffen sind nicht der alleinige ausschlaggebende Punkt, der uns die Fähigkeiten verlangt. Nein, es wird auch natürlich Fähigkeiten geben, die von dem Volk bestimmt sein werden, was ihr wählt. Das heißt, vielleicht werdet ihr ein Volk wählen, was vielleicht nicht hundertprozentig zu euren Eigenschaften passt, die ihr braucht. Das heißt, ihr müsst hier vielleicht auch abwägen, welches Volk ihr wählt und welche Fähigkeiten ihr letztendlich am besten gebrauchen könnt. Wie stark diese Fähigkeiten sein werden oder ob ihr sie unbedingt brauchen werdet, ist natürlich eine andere Geschichte. Natürlich werden die Fähigkeiten auch weiterhin von der Klasse bestimmt. Ich denke, das ist selbstverständlich. Wenn ich ein Magier spiele, werde ich natürlich auch magische, also Magicka-Fähigkeiten bekommen, wie Feuerbälle, Feuerregen etc. Natürlich wird es auch andere Sachen geben. Und zwar wird es auch Fähigkeiten geben, die durch die Gilden bestimmt sind. Damit sind jetzt nicht die
Spielergilden gemeint, sondern eher die Gilden, die wir natürlich beitreten können. Da gibt es natürlich in Elder Scrolls ganz bekannt die Kriegergilde und die Magiergilde, in der wir uns beide anschließen können und dort auch unsere Fähigkeiten bekommen können, durch Questen, durch Erledigen von Aufgaben und vielem mehr. Aber es wird auch Fähigkeiten geben, die wir bekommen können, indem wir Vampir werden oder Werwolf. Allerdings aufgepasst, manche Fähigkeitenlinien schließen vielleicht andere aus. Das heißt, die können vielleicht nur Vampirfähigkeiten lernen, dafür werden die Werwolffähigkeiten gesperrt und wir können vielleicht gar nicht die Werwolf-Aufgabenreihe, also die Questline, verfolgen. Hundertprozentig bestätigt ist das allerdings noch nicht, daher aufpassen. Durch das Benutzen von unseren Fähigkeiten werden diese natürlich auch verbessert. Das heißt, wenn wir eine Fähigkeit haben, wie zum Beispiel einen Feuerregen, den aber nie benutzen, wird dieser auch nicht verbessert. Aber durch Benutzen dieser Fähigkeit wird diese Eigenschaft verbessert und wir können natürlich eventuell passive Fähigkeiten dafür freischalten und den Spell dann so gesehen verbessern oder vielleicht sogar einen komplett neuen freischalten. Des Weiteren würden die Fähigkeiten, das wird glaube ich ein sehr großer Bestandteil von Elder Scrolls Online sein, nicht nur bis Level 50 vergeben, sondern auch durchaus darüber hinaus. Wir wissen ja mittlerweile, dass wir ab Level 50 auch in die anderen Startgebiete gehen können, beziehungsweise nicht nur in die Startgebiete, sondern in die kompletten Questregionen der anderen Fraktion. Wir spielen ja in einer der drei Fraktionen, das heißt, wir können zwei andere Fraktionen noch komplett durchquesten, was natürlich eine Menge Zeit und Spaß in Anspruch nehmen wird, und dort noch zusätzliche Fähigkeiten lernen, die wir auch auf Level 50 verwenden können. Zusätzliche gibt es dazu auch noch Säulen, die in der Welt versteckt sind und die wir benutzen können und dadurch auch Fähigkeitenpunkte oder Fähigkeiten erwerben können. Das heißt, die werden vielleicht ähnlich wie in Guild Wars sein, dass wir in Guild Wars diese Säulen gesehen habt oder diese Fähigkeitenschreine oder diese Fähigkeiten, was waren das noch, Aufgaben, die man da erledigen konnte und so Fähigkeitenpunkte bzw. Fähigkeiten erwerben konnte. Sowas würde es auch in Elder Scrolls Online geben, wie die an Ende versteckt sein werden, ist natürlich eine andere Frage. Das wird sich dann noch zeigen. Bis jetzt wurde davon leider noch nichts gezeigt. Ansonsten gibt es drei Hauptskillbäume. Diese Hauptskillbäume unterscheiden sich dann natürlich pro Klasse. In diese Hauptskillbäume könnt ihr dann Punkte investieren oder beziehungsweise euch Fähigkeiten aussuchen. Diese Skillbäume sind nochmal in 6 bis 7 Unterbäume und Unterkategorien unterteilt, die dann zum Beispiel sowas sind wie Einhandwaffen, Stäbe, Zweihandwaffen, Völker, Gildenfähigkeiten etc. Das heißt, es wird hier sehr getrennt, was ihr natürlich wählen könnt und wo ihr hingehen wollt, in welche Richtung ihr euren Charakter letztendlich auch entwickeln wollt und was ihr natürlich auch dementsprechend für Fähigkeiten benutzt. Leider gibt es dazu leider noch kein Anschauungsmaterial und natürlich kann sich auch noch einiges ändern, denn momentan ist das Spiel noch in der Beta. Wie gesagt, ZeniMax hält sich da momentan etwas bedeckt. Sie sagen auch nur, dass sie momentan keine weiteren Spieler zulassen wollen, dass es aber in den nächsten Monaten, Betonung liegt hier auf Monaten, sein kann, dass sie natürlich noch weitere Spieler einladen werden. Aber ich denke, dass sie momentan noch sehr am Spiel schrauben, das heißt, es könnte sich hier noch alles verändern. Das heißt, nagelt mich nicht auf diesen Informationen fest und falls ihr vielleicht sogar Informationen habt, die dieses hier widersprechen können oder die neuer sind, dann würde ich mich natürlich sehr dafür interessieren, wenn ihr mir da etwas in die Kommentare schreiben könnt und mich dementsprechend natürlich auch verbessern könnt. Das würde mich durchaus sehr interessieren. Ansonsten gibt es noch eine kleine weitere Ankündigung, die ich heute für euch habe, die mittlerweile bestätigt wurde. Und zwar, dass das ganze Spiel Add-ons unterstützen wird. Das heißt, User Interface Add-ons wird es in Elder Scrolls Online geben. WoW-Spielern brauche ich das Ganze nicht zu erklären und gar nicht auch nicht zu erläutern, warum das Ganze sehr gut sein kann. Doch, vielleicht anderen Spielern. Und zwar, Add-ons können das ganze Interface oder auch verschiedene Fähigkeiten und andere Dinge verbessern und vereinfachen. Gerade wenn man WoW betrachtet, ist gerade die Add-on-Community etwas, was dem Spiel sehr, sehr gut getan hat und somit das Spiel wirklich sehr sinnvoll erweitert hat und so natürlich auch den Entwickler entlasten kann, da so viele Fähigkeiten, viele spezielle Sachen, die vielleicht einzelne Spieler benötigen und brauchen oder ein anderes Design wünschen, sich so komplett selbst bauen können und sich das ganze Spiel anpassen können. Das muss ich wirklich sehr, sehr begrüßen, da wie gesagt so das Spiel wirklich eine sehr gute Spielbarkeit zum Ende auch bekommt und man so nicht wirklich nur darauf festgelegt ist, was der Entwickler einen letztendlich auch vorgibt.
Natürlich muss man aufpassen, denn Add-ons werden ab dem Punkt gesperrt, wenn sie natürlich einen Vorteil dem Spieler geben, der keine Add-ons hat. Das heißt, spielerische Vorteile werden hier ausgeschlossen. Man muss hier also aufpassen, welche Add-ons hier entwickelt werden und was hier gemacht wird. Auf jeden Fall freue ich mich sehr darüber. Und ja, das sind so die drei Hauptthemen dieses Teils. Das mit der Rüstung, das ist wirklich eine sehr coole Sache, wie ich persönlich finde, weil man kann sich hier wirklich sehr gut anpassen. Ob das am Ende auch so funktionieren wird, bleibt natürlich noch abzuwarten. Die Fähigkeiten finde ich auch sehr gut, dass sie das sehr komplex halten wollen. Man hat zwar nur eine sehr begrenzte Auswahl an Fähigkeiten, die man letztendlich in den Kampf mitnehmen kann, aber man kann seinen Charakter sehr, sehr weit ausbauen und weitere Fähigkeiten hinzufügen, auch nach Level 50. Das ist etwas sehr Cooles und was es in anderen MMOs nicht immer gegeben hat. Das begrüße ich sehr. Ja, ich hoffe, der Elder Scrolls Online-Teil hat euch dieses Mal gefallen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein paar Informationen mitnehmen können, die euch noch nicht so hundertprozentig bewusst waren oder die ihr noch nicht wusstet. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge haben oder mich eventuell berichtigen können, würde ich mich, wie gesagt, unten freuen, wenn ihr mir ein kleines Kommentar schreiben würdet unter dieses Video. Und ansonsten sehen wir uns wieder in einem weiteren ESO-News-Teil, sobald es natürlich auch Neues zu berichten gibt, sobald ich vielleicht auch irgendwann in die Beta eingeladen wird und sobald natürlich die NDA dementsprechend dann auch gefallen ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Warten. Ich werde auf jeden Fall die Zeit nutzen und sie in andere MMOs stecken oder in andere Spiele. Schaut noch im Kanal vorbei, vielleicht ist da irgendwas Interessantes für euch dabei. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sommer und auf hoffentlich bis bald zu Elder Scrolls Online.